Ja, willkommen zurück zu Dead Space. Also mir wurde in den Kommentaren geschrieben, wie ich das eine, den einen Hebel, sage ich jetzt mal, oder was auch immer, oder den Magnetfeld aktivieren kann. Mir wurde gesagt, ich soll mit Stase den Hebel nach unten bewegen. Ups. Also nachdem ich da mehrmals gescheitert bin. Ich glaube, mein Inventar ist immer noch voll, ja. Leider. Ach, da oben ist der Hebel. Nein. Tanksequenz aktiviert. Okay, danke schön. Wir wissen, dass hier noch irgendwo eine Mutation herumläuft. Ich weiß, dass der eine herumgekrabbelt ist. So, jetzt. Ihr kennt mich ja. Und was erwartet mich? Gleich? Das hört sich nicht gesund an. Ich glaube, ich erschrecke mich gleich. Oh, Junge, lad doch einfach mal schnell auf! Alter, er braucht 100.000 Jahre dafür! Und so lange brauchst du dafür? Uah. Ja. Für deine Dummheit einfach nur. Ja, du sollst das zerstören. Und ich habe keine Heilung mehr, doch, jetzt schon wieder. Sowas liebe ich manchmal auch. Wenn er nicht aus dem Arsch kommt. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Ich lade erstmal nach 1000 Jahren auf, bis ich eigentlich angegriffen werde. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Aber das Spiel hat ja schon wieder gut angefangen, oder? Aber okay, gut. Okay, vielleicht habe ich auch frühzeitig schon runtergenommen, aber er hat schon aufgeladen. Und dann eigentlich wäre er schon fertig, denn bis. Nämlich habe ja das nochmal angeguckt und eigentlich wäre er eigentlich fertig, oder?
Na, Fakt ist, da kann man sich nur aufregen. Ja, hau ab. War ich das? Warning. Ich muss dahin. Ach, der kommt doch wahrscheinlich wieder raus. Das steht doch da manchmal einsammeln nicht. Schade, dass hier keine Minen oder so gibt. Dann hätte ich ansonsten jetzt da einen hingelegt. Ah, speichern. Okay, das war's für heute. Nein, Spaß. Komme ich nachher auch wieder zurück wegen die anderen Sachen? Ich meine, da war noch ein Midi-Pack und so alles. Aber was? Ja, ich denke mal schon, oder? Oder ich gehe am besten noch mal kurz zurück, hole mir die Sachen zur Sicherheit. Oder ich gehe wieder zurück. Was war das? Ich glaube, ich kann es nicht mehr verwenden. Ja, na super. Okay. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich glaube, er ist gleich tot. So, was erwartet mich jetzt? Ich speichere nochmal einfach. Was ist das denn? Hä? Gut, dass ich da zurückgehe, weil da noch ein Medipack liegt. Falscher Knopf. Und was kommt jetzt? Absturz oder sonst irgendwas. Bosskampf. Was denn da unten passiert? Alter, das gefällt mir jetzt gar nicht. Da liegt was. Nee, doch nicht.
Hier irgendwas? Was stöhnst du denn so herum? Wo ist denn das Midi-Pack überhaupt abgeblieben? Ich find's gar nicht mehr. Lag der Herr vorhin auch schon? Oder habe ich das schon eingesammelt? Ach, keine Ahnung. Hauptsache, ich habe mich jetzt geheilt und gut ist. Ich weiß, da geht's auch raus, aber ich gehe hier den normalen Weg. Also den eigentlichen Rückweg. Ach da. Getötet habe ich sie ja schon eigentlich. Da war ich auch schon, wa? Ja. Okay. Was ich jetzt mache, ist erstmal speichern. So. Puh, ich darf wieder Fahrstuhl fahren, jawohl, toll. Ich hätte schon wieder die Musik höre. Warning. Aha. Hier passiert doch sicherlich was gleich. 100 Pro. Da war ein Medipack. Was? Audiolog. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Oh Mann, wieso schwitzt meine Hand?
Ich muss da rein. Vorerst gehe ich hier hin. Hab jetzt keine Ahnung, was ich eingesammelt habe. Was ist das? Irgendwas zum Einsammeln. Hier ist wieder Aufwertung. Aber bitte schreibt mir noch, wie ist es mit dem Punktensystem und Dings aufgeteilt? Oh. Wenn hier ein Bosskampf ist, dann ist es unfair. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Tja, was haben die jetzt schon wieder kaputt gemacht? Bleib von mir fern, Alter. Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, sehr lustig. Kann man da drin speichern? Sieht nicht so aus. Hä? Hallo? Habt ihr es gehört? Puh. Gucken, ob alles aufgeladen ist. Ist. Wieder dieses Geräusch. Ist hier doch ein Minotaurus anwesend? Wenn ich das hier sehe, kommt gleich ein Feind. Möglicherweise. Credit? Achso, ich glaube, das ist das fürs Kaufen, oder? Energieknoten. Ja, stimmt, Energieknoten heißen die. Ich habe das Gefühl, dass in Kapitel 3 der erste Bossgegner kommt. Schon wieder das. Das ist garantiert eine Falle. Also ich bitte euch. Es ist doch offensichtlich. Ja, komm, erzähl mir keinen Scheiß.
Ach, da hängt nicht ein Pen. Hallo? Oh.